Doktores Tea Time. Auf eine Tasse Tee mit Ina Kruse und Tillmann Meyer. Vielen Dank, liebe Zuhörer, dass ihr mir wieder euer Ohr und auch eure Zeit schenkt. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Danke. Immer mehr junge Menschen verlassen nach der Schule Nordfriesland, fliehen teilweise gar vor der Einöde. Wie sie berichten, Perspektivlosigkeit, kein Nachtleben, keine Hochschule sind oftmals triftige Gründe dafür. Jetzt habe ich allerdings die Möglichkeit, mit zwei Menschen zu sprechen, die sich tagtäglich dafür einsetzen, dass junge Menschen dennoch auf dem Land, konkret hier in Nordfriesland, bleiben oder gar aus der Großstadt hierher ziehen. Bei leckerem Tee aus dem friesischen Teehaus in Husum spreche ich jetzt mit Ina Kruse und Tillmann Meyer von der Wirtschaftsförderung Nordfriesland. Hallo ihr beiden, schön, dass das geklappt hat. Willkommen. Ja, moin, hier bei der Wirtschaftsförderung. Also, ihr beiden, als allererstes, was macht die Wirtschaftsförderung Nordfriesland eigentlich hauptsächlich und wie finanziert ihr eure Arbeit? Ja, dann fange ich einfach mal kurz an, wie das Konstrukt Wirtschaftsförderung entstanden ist. 2001 haben die Kommunen aus Nordfriesland, vorangestellt der Kreis Nordfriesland mit den Ämtern, mit einigen Gemeinden, sich entschieden, eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft zu gründen als kommunaleigene GmbH. Vorher war Wirtschaftsförderung immer ein Thema, was in den Ämtern, besonders im Kreis, angesiedelt war. Also ein Fachbereich im Kreis mit Mitarbeitern auf kommunaler Seite und mit einem Trendwechsel im Rahmen der Wirtschaftsförderung schon in den 90ern in anderen Kreisen begonnen, wurden diese Gesellschaften gegründet, um halt auch einfach flexibler am Markt zu reagieren, um halt andere Personalstrukturen zu ermöglichen, auch anders arbeiten zu können und auch verstärkt Projektarbeit aufzunehmen, was in der kommunalen, sag ich mal, Struktur zumindest zu dem Zeitpunkt nicht so einfach war. Ja, wie finanzieren wir uns? Das ist eigentlich ganz einfach. Die Kommunen zahlen eine Grundfinanzierung in den Haushalt der Wirtschaftsförderung ein. Das sind vorangestellt der Kreis Nordfriesland. Alle Ämter oder sagen wir mal fast alle Ämter des Kreises Nordfriesland und einige einzelne Gemeinden und insbesondere natürlich die Städte Husum, Niebeltönning, die halt keinem Amt angehören. Darüber hinaus erhalten wir einen Zuschuss oder ein Sponsoring der beiden regionalen Banken, der NOSPA und der VR Bank Westküste und der VR Bank Nord, muss man in dem Fall sagen. Es sind ja immer zwei Partner in Nordfriesland seitens der Volks- und Raiffeisenbanken. Und aus diesen Grundfinanzierungen versuchen wir dann durch Anwerbung von Drittmitteln, EU-Fördermittel, Landesmittel, Projektmittel aus anderen Töpfen möglichst viel Projektarbeit und möglichst viel Ergebnis für den Kreis Nordfriesland zu erarbeiten. Ich nehme an, alle Kreise Deutschlands haben eine Wirtschaftsförderung? Überwiegend ja. Die Gebietszuschnitte sind teilweise unterschiedlich. Die Aufgabenbereiche sind unterschiedlich. Es gibt noch Bereiche, wo es keine GmbH ist. Es gibt Anstalten öffentlichen Rechtes oder es gibt Bereiche, wo es wirklich noch wieder an den Kommunen angesiedelt ist. Bei manchen ist es dann wirklich auf noch kommunalerer Ebene, lokaler angesiedelt. Da ist es unterschiedlich, aber das Thema an sich ist in allen Kreisen und in allen Größen von Kommunen in Deutschland wichtig. Also auch eine Stadt wie Hamburg hat eine Wirtschaftsfördergesellschaft, die kümmert sich dort aber natürlich verstärkt um das Thema Gewerbeflächenvermarktung und ähnliche Themen. Und eure beiden Schwerpunkte, auf was habt ihr euch spezialisiert? Wo seid ihr die Experten? Was versucht ihr zu verändern in Nordfriesland? Ja, also ich bin sogenannte Junior-Projektleiterin und ich arbeite hier in der Wirtschaftsförderung bei einem deutsch-dänischen Grenzprojekt. Das ist ein Interreg-Projekt, sprich von der EU gefördert. Und in diesem Projekt, also wir arbeiten zusammen mit der Kommune Tondern, geht es darum, dass wir unsere Region, unsere Grenzregion für Fachkräfte vor allem attraktiver gestalten. Und da sind meine Schwerpunkte die, dass ich am dänischen Beispiel einen Neubürgerservice gerade etabliere. Das heißt, dass wenn jemand neu nach Nordfriesland kommt und Fragen hat, die einem vielleicht auch mal unangenehm sind oder wo man selber denkt, man müsste es eigentlich im Allgemeinwissen kennen. Warum ist hier kein Wasser? So in der Art, genau, haben wir Ebbe nochmal diese Woche. Dann ist es so, dass die mir schreiben können oder auch mich anrufen können und ich für die sozusagen Antworten finde, wenn ich sie nicht sofort weiß. Und ein anderer Schwerpunkt sind bei uns Studenten. Wir haben keine Uni, aber wir haben natürlich in unserer Projektregion Universitäten wie die in Flensburg. Und da versuchen wir Studenten im Grunde mal nach Nordfriesland zu holen und nach Tondern Unternehmen zu zeigen. Die können hier sich mal anschauen, wie sie leben könnten und einfach so ein bisschen Interesse für die Westküste zu wecken.
Ja, und ich bin, sage ich mal, immer hauptamtlich, also für zwei Projekte jetzt Projektleiter eingestellt. Zum einen ist das die Digitale Wirtschaft Nordfriesland, ein Projekt, wo wir Unternehmen, Unternehmerinnen, Freiberufler, Freiberuflerinnen die Themen näher bringen, die heute einfach relevant und auch wirklich wichtig sind, um online marketingtechnisch zum Beispiel wahrgenommen zu werden. Facebook war am Anfang ein ganz klares Thema. Wie funktioniert das? Wie kann ich als Unternehmen dort werben? Beantworten Fragen, machen Informationsveranstaltungen zu dem Thema, holen ein weiteres Projekt hierher, das Coworkland. Ich glaube, darüber sprechen wir später noch. Richtig. Um halt mal zu zeigen, wie solche neuen Arbeitsformen von digitalen Nomaden, wie man so immer so schön sagt, funktionieren. Und auf der anderen Seite das Projekt Moin Lieblingsland, unser Regionalmarketingprojekt, unsere Kampagne, mit der wir Nordfriesland auch überregional noch mal weiter bekannt machen möchten oder zumindest halt auch in einem gewissen Zielgruppen bekannt machen wollen. Moin Lieblingsland, wirst du später auch noch einmal bitte genauer erläutern, was es damit auf sich hat. Kommen wir aber noch zu. Als erstes möchte ich von euch beiden einmal wissen, warum junge Menschen denn nach Nordfriesland gehen sollten oder warum sollten sie hier bleiben? Und wie ist es bei euch? Wart ihr schon immer hier in Nordfriesland oder wart ihr auch schon mal in der großen weiten Welt und seid dann wiedergekommen? Also ich bin hier geboren, also in Husum geboren und aufgewachsen. Ich bin aber nach dem Abitur auch weggegangen für jetzt insgesamt 10 Jahre. Ich bin erst vor 3-4 Monaten wieder zurückgezogen, war in Österreich, habe in Leipzig studiert, also wirklich auch ein bisschen weiter weg als nur bis nach Hamburg. Aus guten Gründen. Ich glaube, es ist schon ganz gut, wenn man mal seine Heimat verlässt und selbstständig wird und auf eigenen Füßen steht und die Eltern nicht mehr um die Ecke wohnen. Aber man weiß halt, wenn man hier aufgewachsen ist, was man auch für Vorteile hat und wie hoch die Lebensqualität ist. Ich glaube, wenn man die Kleinstadt mag, lernt man sehr schnell in der Großstadt die Anonymität nicht so zu schätzen, sondern eher als einen negativen Faktor anzusehen. Und ich finde es einfach schön, auch jetzt in der Nähe der Familie zu wohnen. Deswegen, also ich glaube schon, dass es gut ist, wenn man mal ein bisschen selbstständig wird und Nordfriesland verlässt, aber wieder zurückzukommen ist mindestens genauso gut. Ja, und ich kann mich da anschließen, auch geborener Nordfriese, auch hier in Husum im Krankenhaus zur Welt gekommen, aufgewachsen in Schwabstedt und dann ab dem Gymnasium in Husum überwiegend gewesen, nach dem Abitur hier zwar noch meinen Zivildienst gemacht, aber anschließend nach Rostock gezogen. Von Rostock ging es dann über Hannover nach Kiel, von Kiel nach Hamburg, ein kurzer Abstecher, in dem ich erstmal gemerkt habe, okay, Großstadt ist nicht ganz so meine Welt, dann zurück nach Kiel und dann schließlich vor 4 Jahren arbeitstechnisch und vor 2 Jahren wohntechnisch zurück nach Nordfriesland. Und kann nur sagen, den Schritt habe ich nicht bereut, obwohl hätte man mich, glaube ich, vor 5 Jahren gefragt, wo lebst du in 5 Jahren, hätte ich niemals geantwortet, Husum oder Nordfriesland. Das war ein Zufall, es gab eine Gelegenheit, ich habe mich beworben, habe ich gesagt, ich ziehe noch gar nicht erstmal um, ich arbeite hier erstmal, ich gucke mir das mal wieder an. Und irgendwie verging die Zeit und schwuppdiwupp bin ich dann vor 2,5 Jahren, sind es jetzt ziemlich genau, auch wieder nach Husum gezogen oder nicht wieder nach Husum gezogen. Und für mich ein großer Punkt ist, auch von den Arbeitswegen her und ähnlichen und Planbarkeiten. Also in Hamburg war ich die Hälfte meines Arbeitstags eigentlich damit beschäftigt, zwischen Terminen irgendwo im Stau oder im Nahverkehr zu stehen und konnte selten Deadlines dadurch irgendwie einhalten oder ähnliches. Und das hat einen ganz, ich sag mal so, subjektiven Stress irgendwie verursacht. Und hier hat man vielleicht teilweise genauso viel oder mehr zu tun, aber man kann es gut planen, man kann die Zeiten takten, man nutzt die Freizeit, die man hat, effizienter, effektiver, weil man nicht sich mit einem Kumpel aus Bergedorf trifft, wenn man selber im Norden von Hamburg wohnt und jeder fährt erstmal eine Dreiviertelstunde S-Bahn, um dann gestresst 2 Bier zu trinken, weil die letzte S- oder U-Bahn ja unter der Woche auch nicht nachts um 2 fährt. Ne? Kenn ich. Ich wohne auch in der Woche, sag ich mal, in Hamburg und wenn diese Zustände sind, dann trifft man sich letztendlich nicht. Dann schreibt man lieber ein bisschen oder FaceTimet oder was auch immer. Und absolut. Aber wie würdet ihr einen jungen Menschen überzeugen, der, keine Ahnung, 26 ist, gerade das Studium in Hamburg beendet hat, meinetwegen auch gebürtiger Großstädter ist, dass er aufs platte Land hier nach Nordfriesland kommt? Was sind die Reize Nordfrieslands als Standort für junge Menschen? Ich glaube, für junge Menschen sind andere Anreize wichtig, das wird auch nicht für jeden zutreffen. Das ist genau das, was du sagst, diejenigen, die feststellen und immer mehr feststellen, im Alltag angekommen, nutze ich diese Möglichkeiten, die mir eine Großstadt bietet, gar nicht so häufig. Und andere Dinge,
die ich ganz entspannt hier bei uns machen kann, wie ich habe Feierabend, ich setze mich ins Fahrzeug, fahre an die Westküste hier an den Strand oder an Deich, pack meinen Kite aus oder sonst irgendwas, was halt aus Hamburg 1,5-2 Stunden dauert. Also es wird sicherlich nicht jeden anfixen, aber diejenigen, die halt, sage ich mal, sowieso eher ein wenig mehr aktiv in ihrer Freizeit unterwegs sind, hier und da entschleunigt sind, für die diese Massenauswahl, sag ich mal, jetzt gehe ich heute auf den Kiez auf die Schanze, wir sind wieder bei Hamburg, aber wir können auch gern Berlin nehmen, in welchen Kiez gehe ich da jetzt, einfach schon zu viel Auswahl, zu viel Stress. Und die dann, wie du sagst, die machen dann gar nichts und bleiben zu Hause und schreiben jemanden. Und ich glaube, gerade das als Privat ist Anreiz genug. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, beruflich gesehen haben wir hier sehr interessante Arbeitgeber, die halt auch wirklich junge, ambitionierte Leute suchen. Und klingt jetzt vielleicht einerseits blöd, aber der Wettbewerb um eine Stelle ist hier vielleicht dann auch nicht 500 auf 1, sondern 50 auf 1. Und ich kann mich da sicherlich auch als junger Mensch teilweise gut durchsetzen. Und ich habe die Möglichkeit, gerade irgendwie an dem ganzen Projekt zu arbeiten. Dadurch, dass die Teams oft kleiner sind, arbeite ich überall dran mit und bin nicht derjenige, der irgendwie einen Bauteil konstruiert, zeichnet oder bewirbt, sondern ich bin komplett drin voran. Also sowohl beruflich als auch privat, glaube ich, spannende Perspektiven in Nordfriesland. Und also ich glaube, im privaten Bereich ist es eben auch so, gerade die, die mit Ende 20 hierher ziehen, so wie ich, und du bist ja auch in dem Alter gewesen, ist natürlich auch so dieses ganze Familienthema gar nicht mehr so unwichtig. Also es ist ja dann doch im Alter, wo das langsam stattfinden wird. Und da hat man natürlich gerade in der Kleinstadt oder auch auf dem Dorf ganz andere Möglichkeiten, was Kindererziehung angeht, was auch die Freiräume für Kinder angeht, was Sportplätze einfach mal rüberlaufen. Also ich glaube, da bietet das sehr viel mehr Freiheit, was das Aufwachsen angeht. Und ich glaube, da ist nicht mehr nur der Gedanke an sich selber wichtig, sondern eben auch an das, was man vielleicht in 5 bis 10 Jahren haben möchte, dass man damit auch schon langsam anfängt, das zu planen und umzusetzen. Wenn ich mit jungen Menschen spreche, die gerade ihre Schule beendet haben, die können es gar nicht abwarten, ja, Nordfriesland zu verlassen, weil hier einfach in deren Augen wenig geboten wird. Da spreche ich das Nachtleben mal an, das hier gerade in Husum suboptimal ist, Sache seit einigen Jahren, würde ich mal behaupten. Ja. Ja, sehr positiv formuliert, das stimmt. Aber das ging mir ähnlich, ganz ehrlich. Also auch vor 10 Jahren, als es noch eine Nachtschicht gab und als es auch noch einen Club gab, also Sturm und Drang, glaube ich, damals ja schon, da ging es mir trotzdem so, dass ich auch einfach raus wollte. Und das war mir auch zu wenig. Dagegen, da kann man auch mit einer Großstadt sich nicht vergleichen. Aber es stimmt schon, so dieses Clubsterben hier auf dem Land ist schon sehr deutlich. Das merken wir ja auch mit Ende 20, wo gehen wir denn jetzt am Wochenende mal feiern? Das ist einfach sehr wenig geworden, die Möglichkeiten. Ich wollte da nochmal was zu ergänzen. Also das Thema Club- oder Kneipensterben, glaube ich, trifft immer nicht nur den ländlichen Raum. Und es ist richtig, das ist das, was junge Leute, glaube ich, dann frühzeitig erstmal interessiert. Und wenn man dann weggezogen ist, dann nimmt man das alles sehr positiv wahr. Aber dasselbe trifft auch auf Städte und größere Orte inzwischen zu, weil das nicht nur ein Thema vom ländlichen Raum ist, sondern, glaube ich, ein gesellschaftlicher Wandel einfach. Gesundheitstrends, weniger Alkohol, im Allgemeinen sagen wir mal so, gewisse Zielgruppen nehmen wir da mal raus. Das mobile Kommunizieren, wie wir gerade hören, man bleibt eher zu Hause und textet dann, steigt immer mehr in den Vordergrund. Wir haben ein ganz verändertes Sozialverhalten, sag ich mal, und Freizeitverhalten. Und das, glaube ich, führt auch dazu, weil wenn wir hier mal abends in Kneipen schauen, dann ist es schade, weil diejenigen, die sich am meisten beschweren und am lautesten rufen, dass es nicht gibt, die sehen wir nicht. Also wir haben hier in den Kneipen immer eine Zielgruppe 40+. Die gehen raus, die trinken mal ihr Bier. Und die Zielgruppen, die sagen, es ist hier nichts los, die sehe ich auch nicht. Und die machen dann auch nichts los. Und ich glaube, das ist was, was immer zutrifft. Nordfriesland ist so viel, wie du daraus machst. Und du kannst hier sehr viel draus machen. Du kannst hier weggehen, du kannst hier feiern gehen, du kannst selbst aktiv sein, du kannst mit deinen Kumpels und Freunden an den Strand, an Dockhook fahren, was losmachen. Aber wenn du immer nur erwartest, dass dir alles auf dem Silbertablett serviert wirst und du dir dein Leben nicht selbst gestaltest, dann ist das Leben nicht nur hier langweilig, sondern auch in jeder Großstadt. Und ich glaube auch, also das, was du jetzt am Ende gesagt hast, glaube ich, ist richtig, es wird halt viel angeboten, auch am Wochenende. Sei es, auch wenn sich das immer so klischeehaft anhört, irgendeine Koppelparty, irgendein Ringreiterfest. Immer noch mal ein Bändchen hier umfahren, der für Ölfäde. Wagumer Bettenrennen. Also es ist ja nicht so, dass es nichts gibt. Aber man muss sich natürlich auch selbst dazu aufraffen, da dann hinzufahren und auch dem offen gegenüberzustehen. Gerade wenn man nicht von hier kommt und das nicht kennt, kann das halt schon manchmal sehr dörflich wirken. Aber
wir haben, glaube ich, sehr gute Feiern da schon gehabt und von dem her kann man es nur empfehlen. Aber Ina, jetzt nochmal weg, nur vom Feiern, das ist, glaube ich, nicht alles, was junge Leute interessiert. Ich würde auch sagen, Perspektive beruflich nach der Schule soll jeder gerne mal 2-3 Jahre irgendwie den Weg sehen, um was anderes zu sehen, um vielleicht neue Eindrücke mitzubringen. Aber selbst die, die dann hier bleiben müssen, wenn man mit ihnen spricht oder müssen, wollen, was wir ja auch gut finden, die berichten davon, dass sie in den Firmen halt sehr schnell akzeptiert sind, dass die Ausbildungsinhalte meistens gut sind, dass sie mit dem Ausbildungsgehalt, was in Nordfriesland fast genauso hoch wie in jeder Metropole ist, sehr gut hier über die Runden kommen. Gut, meist wohnt man dann noch zu Hause oder in der ersten Wohnung, das ist alles etwas günstiger. Aber auch all das sind Perspektiven, die natürlich hier etwas anders sind als in der Stadt. Und die Betriebe hier suchen händeringend gute Auszubildende. Und nicht jeder, der zum Studieren weggeht, kommt dann auch ausstudiert am Ende wieder, sondern auch da gibt es genügend Beispiele, dass Leute wiederkommen und dann doch noch eine Ausbildung hier vor Ort machen und doch noch den elterlichen Betrieb übernehmen oder einen Betrieb im Dorf und einfach die Auszeit woanders brauchten, um sich vielleicht ein bisschen selbst zu finden und rauszufinden, wo sie eigentlich hinwollen und dann doch feststellen, dass nicht nur das Kunststudium an der Hochschule in Hannover oder Ähnlichem, sondern die Ausbildung vor Ort vielleicht das Richtige ist für den Rest des Lebens oder als Start für den Rest des Lebens. Ja, und jemand, der natürlich sich ganz bewusst entscheidet, auch wenn er vielleicht ein Studium nicht abgeschlossen oder ähnliches, wieder zurückzukommen, ist natürlich auch jemand, der vermutlich sehr lange, wenn nicht bis zum Ende auch hier bleibt, weil er genau weiß, was für Vorteile er in Nordfriesland hat. Also sind uns sehr willkommen. Das Studieren wird, habe ich das Gefühl, immer beliebter. Nee, so viele junge Menschen starten ein Studium, unwissend, was sie danach machen wollen. Ist denn ein Studium denn immer eine gute Idee oder ist eine Ausbildung hier vor Ort oder das Arbeiten im Betrieb ohne ein Abitur, wie auch immer, doch angebrachter? Was ist da eure Meinung zu? Also ich habe zwar Abitur gemacht, aber ich habe eine Ausbildung tatsächlich gemacht. Ja, ich war in Hamburg gemacht, aber ich glaube sowieso eine Ausbildung zu haben ist nicht verkehrt, weil es tatsächlich zum einen natürlich sehr schnell Selbstständigkeit bedeutet, zum anderen aber auch, dass man in einer Ausbildung beruflich ganz, ganz andere Dinge lernt, als das, was man theoretisch im Studium macht. Also von dem her, ich persönlich würde immer empfehlen, auch eine Ausbildung zu machen. Man kann, so wie ich, später immer noch studieren, wenn man möchte. Aber ich glaube, das ist schon sehr gut für die eigene persönliche Entwicklung. Ja, und darüber hinaus ist es für unsere gesamte Volkswirtschaft in Deutschland natürlich auch entscheidend, dass wir die Ausbildungsberufe weiterhin fördern und besetzt bekommen, weil was hilft es, wenn wir irgendwann Millionen von Studierten, sage ich mal, Geisteswissenschaftlern haben und auf der anderen Seite repariert denen niemand das Haus, niemand das Auto, keiner baut die neue Heizung ein, niemand bedient die technischen Geräte, all das soll ja auch funktionieren und auch all das sind komplexe Ausbildungsberufe, wo Fachkräfte gebraucht werden, die heutzutage an jeder Ecke fehlen. Das ist in den Medien weitläufig bekannt und gerade diese Ausbildungsberufe kann ich hier vor Ort lernen. Das heißt, ich kann weggehen, ich kann wiederkommen, in diesen Berufen arbeiten. Andererseits, ich kann auch hier bleiben und sofort in einem dieser Berufe eine fachlich fundierte Ausbildung machen und hier dann auch im Normalfall, wenn ich in dem Betrieb übernommen werde, in einem anderen Betrieb sofort Fuß fassen. Und das können wir nur empfehlen. Wer wirklich studieren möchte, soll das gerne tun. Das ist eine Zeit, ich habe studiert, ich möchte sie nicht missen. Dabei entfaltet man seine Persönlichkeit. Dem kann ich aber nur empfehlen, rennt nicht in 5 Semestern durch oder in 10 Semestern, je nachdem, Bachelor, Master. Guckt mal links und rechts, biegt mal von der Autobahn ab, guckt vielleicht mal ins Ausland, macht einen Job nebenbei. Rein die Theorie hilft am Ende nicht nur weiter. Und wer es nicht möchte, der soll sich dazu nicht überreden lassen, weil ich kenne genug Beispiele, die haben eine Ausbildung gemacht, die sind heute beruflich extrem gut qualifiziert und haben auch wirklich schon Karriere gemacht. Wie sieht die Wirtschaftssituation, die Konjunktur in Nordfriesland denn eigentlich aus? Also insgesamt ist es ja immer relativ schwierig, muss man sagen, so ganz lokale Daten zu bekommen. Also die Datengrundlage ist nicht perfekt, aber insgesamt ist es so, dass wir natürlich auch hier feststellen, nach einem Hoch durch Windenergie, durch Tourismus, was natürlich auch andere Effekte hatte. Windenergie war lange sehr stark gefördert. Da hat sich gerade sozusagen der rechtliche Rahmen ein wenig verändert. Dadurch haben wir eine Ausbaustagnation und dadurch natürlich auch eine gewisse Stagnation in der Wertschöpfung in dem Bereich und in den, kein Wachstum mehr aktuell. Tourismus hat über die letzten Jahre jährlich in Nordfriesland 5-6%, mich jetzt nicht auf die Zahlen festnageln, ungefähr zugelegt.
Das waren Nebeneffekte, die natürlich auch dadurch kamen, dass typische Zielländer der Deutschen, Nordafrika, Türkei, als unsicher eingestuft wurden, dass Menschen sich wieder zurückbesonnen haben, Lokalurlaub zu machen. Hat natürlich mit der Verbesserung des Angebots auch vor Ort zu tun, wo die Tourismusstrategie, die seit Jahren läuft, gegriffen hat. Aber all diese, sag ich mal, Hochphasen, die Nordfriesland in den letzten Jahren in der Konjunktur stark gefördert haben, die, ich sag mal, dämpfen sich jetzt ein bisschen ein. Ich will doch nicht sagen, dass wir jetzt hier irgendwie in eine Rezession laufen, aber doch merkt man schon, dass hier und da die Investitionen ein bisschen zurückgefahren werden. Du sprachst den Tourismus an. Gut, ihr arbeitet nicht in der Tourismusbranche, aber wenn ich mir mal das Durchschnittsalter der Touris hier so anschaue, dann entspricht das eher einem, ja, im Rentenalter und nicht im Berufseinsteigeralter. Das kann ja auch nicht das Ziel sein. Man will ja auch junge Menschen auch als Touristen nach Nordfriesland bewegen. Wie kann man einen 30-jährigen Vater mit seiner Frau und seinen zwei Kindern dazu bewegen, seinen Urlaub in Husum oder in St. Peter zu machen und nicht an der Ostsee oder nicht in anderen Ländern? Naja, also wenn wir über ganz Nordfriesland sprechen, dann wirst du den schon in St. Peter-Ording finden und du wirst ihn auch auf Sylt finden. Husum an sich ist da vielleicht dann doch, sagen wir mal, etwas zu unbekannt, weil in Sylt sind die großen WM, Kite-WM, Beachvolleyball, was auch immer. Also die sind schon da. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich meine, das ist jetzt mein erster Sommer wieder seit langem hier. Ich bin erstaunt, wie viele junge Leute hier doch rumlaufen als Touristen. Also auch so, wenn wir zur Mittagspause gehen und durch den Schlossgang laufen, da sind schon unglaublich viele, die dann mit ihren Handys irgendwelche Instagram-Bilder machen. Und wovon? Von der schönen Gasse natürlich, das ist schon schön. Und da sind schon mehr, als man, glaube ich, denkt und als man persönlich als Vorurteil glaubt. Ich kann das nur so ergänzen, ich finde es eigentlich immer ganz interessant, man selber nimmt ja die Umgebung, in der man vor allen Dingen aufgewachsen ist und die sich vielleicht stetig auch verändert hat, gar nicht so intensiv wahr, als wenn man irgendwo im Urlaub ist. Und wenn mich Freunde besuchen, die noch nie hier waren, die teilweise in München leben, im Ausland leben und für ein paar Tage herkommen und ich mit denen durch die Stadt laufe, denen fallen Dinge auf, die laufen durch den besagten Schlossgang und sagen, total niedlich, total schön, die sehen Häuser, die uns, glaube ich, als Husumann, wir beziehen uns jetzt mal auf Husum, das ist aber sicherlich genauso ein Thema für Niebel, Leck, Bredstedt, Friedrichstadt sowieso mit seinen Grachten und alten Häusern, gar nicht so auffällt. Ich bin von klein auf in Friedrichstadt umgelaufen, für mich war es nie eine Besonderheit, jeder Fremde, der hinkommt, sagt, Wahnsinn, sowas habe ich noch nicht gesehen. Und gewisse Zielgruppen jüngerer Leute finden sowas auch schön. Und jetzt nochmal, weil du sprachst die Familie, 30-jähriger Vater mit seinen Kindern an. Wir bieten die viele Möglichkeiten. Ich sag mal, St. Peter-Ording, Strandurlaub ist klar, das versteht jeder. Aber auch so gibt es für, sag ich mal, nicht so schöne Tage viele Möglichkeiten, die man mit Kindern erkunden kann. Wir sind jetzt nicht die Touristiker, die würden jetzt wahrscheinlich den Katalog auspacken, online wie offline, und tausende Angebote zeigen. Aber ich weiß, es gibt Kinderstreichelzoo-Möglichkeiten. Es gibt diese Indoor- und Outdoor-Freizeitpark, ist genau das Multima-Watt-Forum. Ich kann das Watt mir allgemein als Nationalpark kennenlernen. Ich kann in die Nachbarorte rundherum fahren, also nicht nur jetzt Nordfriesland selber, sondern als Startpunkt. Wir wollen ja nun nicht, dass die Touristen vielleicht nur ausschließlich in Husum sitzen, sondern sich die ganze Umgebung anschauen. Also ich glaube, da ist ganz viel Möglichkeit, ganz vielfältig für jeden was dabei. Und ich glaube, das Hauptthema ist, es ist relativ stressfrei und entschleunigt im Vergleich. Also ich kann, glaube ich, sehr gut zur Ruhe kommen und sehr gut ausspannen, was halt an anderen Orten vielleicht mit einem stressigen Tag am Flughafen beginnt, wo dann im Idealfall noch der Flug gestrichen wird und ich dann mit zwei Kindern auf dem Flughafen übernachten muss. Und das will, glaube ich, keiner. Stimmt, stimmt. Ich war Sonntag mit dem Fahrrad von Mildstedt aus durch die Marsch bis nach Friedrichstadt, habe da in den Gassen Mittag gegessen, am Wasser entlang und wieder zurückgefahren. Das war cool. Also ich kann die Reize schon verstehen, absolut. Und dann kann in Friedrichstadt sogar jeder noch mit dem Elektromotorboot rumfahren. Ich bitte, wo geht das denn sonst? Auf der Alster kann ich nur mit dem Segelboot fahren oder muss ich sogar einen Segelschein vorweisen? Ja, es ist toll hier, ne? Einigen wir uns da drauf. Apropos Alster, wenn ich in Hamburg bin, sehe ich öfter mal Plakate von einer Kampagne, die sich nennt Moin Lieblingsland. Tillmann, was hat das auf sich? Ja, das ist unsere Regionalmarketing-Kampagne. Viele kennen Der echte Norden für Schleswig-Holstein oder Wir können alles außer Hochdeutsch. Damit gehen ja gern die Schwaben hausieren in Baden-Württemberg. Und wir haben vor drei
Jahren ist es ungefähr jetzt her, zusammengesessen mit Politik, mit Wirtschaft, Mitgliedern in unserem Aufsichtsrat. Und es kam immer mehr die Diskussion auf, wir müssen in diesem Wettbewerb um Fachkräfte, um Ansiedlung, auch Nordfriesland einfach nur sichtbar machen, positionieren. Flensburg hat seine Kampagne gestartet, damals mit einem großen Knall, Prömpeln, um nach Flensburg zu ziehen, sehr viral gewesen. Flensburg liebt dich. Und dann haben wir uns in mehreren Workshops mit Carsten Kock, Urgestein von RSH aus Nordfriesland, gebürtiger Nordfriese, zusammengesetzt und haben diese Kampagne, sage ich mal, entwickelt beziehungsweise vorentwickelt, zusammen mit der Fachhochschule aus Heide, mit dem Lehrstuhl von Regionalentwicklung, dort versucht, Attribute zu definieren, für die Nordfriesland steht und wofür nicht. Es wurden Umfragen gestaltet, also es ist ein großer Prozess. Und der mündete darin, dass wir im Sommer 2017 dann Agenturen gesucht haben, die aus diesem, ich sag mal, Arbeitstitel, wir brauchen eine Kampagne für Nordfriesland und diesen Arbeitsattributen, die wir identifiziert hatten, halt einen schlüssigen Satz, einen Claim machen, das Ganze visualisieren und nach draußen bringen. Aus 15 Agenturen, die, sag ich mal, angeschrieben wurden und aus verschiedenen Gesprächsrunden und Auswahlrunden hat im Endeffekt in einem Pitch sich eine Agentur durchgesetzt, die die Kampagne heute betreut und den Claim Moin Lieblingsland vorgestellt in der heutigen Visualisierung mit dem Logo in einem stilisierten Deich, dreifarbig in den nordfriesischen Flaggen. Und dann sind wir am 1. April 2018 mit einem großen April-Scherz gestartet. Wir haben behauptet, wir benennen Nordfriesland um in Moin Lieblingsland. Landrat, Politik, alle haben mitgespielt. Stimmt, ich erinnere mich. Ja, krass. Und wie ist so die Bilanz nach anderthalb Jahren jetzt so? Was kann man sagen? Und was erhofft ihr euch mit Moin Lieblingsland? Und könnt ihr schon Erfolge vorweisen? Also Zielsetzung ist ja von vornherein gewesen, Nordfriesland so zu zeigen, wie es ist. Also keine hochstaffierte Werbeausstattung und uns Sachen andichten, die wir nicht sind, sondern wir möchten Nordfriesland so zeigen, wie es ist, echt, lebendig, fortschrittlich, miteinander, dass wie die Menschen halt hier sind und diese Menschen sollen das auch transportieren, also geht es um das Thema Storytelling. Wir versuchen nur mit Charakteren, die hier leben und die ihre echte Geschichte erzählen, Werbung zu machen, wenn man so sagen möchte. Werbung für einen Standort, wo es sich lohnt, mal darauf zu achten, wenn man sich mit einer Veränderung beschäftigt. Wenn man in seiner Wohnung in Kastrop-Brauxel sitzt und sagt, hier möchte ich nicht bis zu meinem Lebensende bleiben und irgendwie möchte ich doch noch mal an die Küste ziehen, dann sollen nicht der Finger erst sofort auf Ostfriesland landen, sondern vielleicht auf Nordfriesland. Und um das zu verankern, erzählen wir diese Geschichten von Leuten, die entweder schon immer hier waren und sich hier ein Leben und eine Karriere aufgebaut haben und erfolgreich sind und von Leuten, die hierher gekommen sind und jetzt hier erfolgreich sind, um zu zeigen, dass Nordfriesland auf jeden Fall eine Alternative ist, die man im Blick haben sollte. Du fragtest, wie so bisher das Resümee ist. Also wir haben sehr, sehr positives Feedback. Als wir damals mit dem April-Scherz am 1. April 2018 gestartet sind, da hatten wir uns auch, wie man das heute so macht, im Social-Media-Bereich auf einen kleinen Shitstorm vorbereitet. Der ist ausgeblieben. Wir haben nicht mal 5 negative Kommentare zusammengekriegt in der ganzen Woche. Wie viele positive? Zigtausende. Okay. kann ich nicht mehr sagen. Wir haben statistisch gesehen inzwischen 500.000 Menschen mit der Kampagne direkt kontaktiert, haben sehr, sehr viel positives Feedback. Immer häufiger nimmt man auch unsere kleinen Merchandise-Artikel, die sehr bewusst ausgewählt werden, insbesondere auch im Hinblick darauf, dass sie nicht irgendwo im Papierkorb landen oder am besten noch in der Umwelt oder im Meer, nimmt man die wahr. Und bisher, Ina, du kannst das bestimmt bestätigen, du bist ja jetzt 3-4 Monate hier, gibt es da wenig negative Rückmeldungen, sondern die Leute freuen sich eigentlich und das, was wir wollten, wird transportiert. Ergänzend dazu veranstaltet ihr auch monatliche Treffen, Nordfriesen-Treffen und das Nordfriesland-Original 2019, das findet man auch auf eurer Facebook-Seite. Erleuchtet uns doch mal, was hat es mit den beiden Aktionen auf sich? Ja, also fangen wir mal mit dem Nordfriesentreff an, also dem Moin Nachbarn heißt das ja. Moin Nachbarn. Offiziell. Genau, also Moin Nachbar ist tatsächlich ein Teil dieses deutsch-dänischen Projekts Fit for Jobs. Und wir wollen im Grunde neue Nordfriesen mit alten Nordfriesen, alt natürlich immer in Anführungszeichen, nicht im
Alter, sondern einfach die schon länger hier wohnen, zusammenbringen, dass die sich kennenlernen, dass sie ein Netzwerk sich bilden können. Es ist so, dass dänische Studien gezeigt haben, dass wenn jemand neu irgendwo hinzieht, wo er nicht herkommt und nicht innerhalb von 2 Jahren ein wirklich gutes soziales Umfeld hat, dass die sehr leicht auch wieder zurückziehen und auch relativ schnell. Und genau das wollen wir ja eigentlich verhindern. Wir wollen ja gerne, dass Menschen, Fachkräfte hierher kommen und auch hier bleiben möchten, sich hier ihren Lebensmittelpunkt bauen. Und dazu gehört eben nicht nur ein guter Job, sondern ganz wichtig auch einfach Freunde. Und dafür machen wir diesen neuen Nachbarn-Treffen. Der findet einmal monatlich statt, immer am letzten Donnerstag im Monat. Und da kommen ganz viele verschiedene Leute, immer wieder neue, immer wieder auch Leute, die schon länger da waren. Und ja, der nächste ist dann jetzt hier in Husum. Und das ist wirklich eine schöne Sache. Und ich glaube, da bieten wir ein Format, damit einfach Menschen sich vernetzen. Und zwar unabhängig von Berufen oder von irgendwelchen Veranstaltungen, Events. So, jetzt muss ich nochmal fragen, die zweite Frage bezog sich dann auf? Nordfriesen Original. Soll ich das machen? Das Nordfriesland Original. Das Nordfriesen Original, genau. Also, bei der Aktion geht es eigentlich darum, dass jeder, ich glaube, irgendwie aus seiner Jugend oder aus seinem Umfeld diese eine Person kennt, die jetzt nicht in irgendeiner Form im öffentlichen Leben steht oder irgendein Amt bekleidet oder ein Promi ist und deswegen bekannt ist, sondern die ist dort bei ihm im Umfeld bekannt, weil sie besonders herzlich ist, sich für Sachen engagiert, immer einen lockeren Spruch auf der Lippe hat, also einfach so ein Typ ist, so ein besonderer Typ, und das meine ich so ganz neutral. Und jeder ist irgendwie, kennt den, jeder weiß, wie er heißt. Und diese Person, die suchen wir, weil das sind die Originale, die, sage ich mal, auch für Touristen diese Authentizität hier ausmachen. Und die haben wir gefragt, wen kennt ihr, woher kommen die, bewerbt euch bei uns. Da haben sich jetzt viele beworben und aktuell findet halt ein Voting von 8 Personen statt. Das 8 Originale zeigt, wie sie leben, was sie hier machen, wie sie hier aufgewachsen sind, teilweise so ganz unterschiedlich, mitten aus dem Leben gegriffen. Und wir rufen jetzt die Nordfriesen gerade auf, sich für ihr Nordfriesen-Original zu unterscheiden. Und dieses Original wird dann nochmal interviewt, wird nochmal ein kleines Porträt, ein Videoporträt geben, um halt einfach mal zu zeigen, wie so ein echter Typ, ob zugezogen oder Ureinwohner, sage ich immer, aus Nordfriesland eigentlich aussieht. Wir hatten ein höheres Standing, das Nordfriesland-Original oder die Krokusblütenkönigin? Also ich glaube, momentan ist das die Krokusblütenkönigin noch ein bisschen bekannter. Und ich glaube auch, der Anreiz, gerade für junge Teilnehmer und Teilnehmerinnen, da teilzunehmen, ist mitunter auch durch ein gewisses Sponsoring immer recht hoch. Aber ich glaube, wir suchen eine ganz andere Zielgruppe. Also diese Produktkönigin, wie man ja immer sagt, Produktkönigin-Familie, die füllen wir in Nordfriesland ja auch eigentlich mit der Lammkönigin aus. Und da möchten wir uns mit dem Nordfriesen-Original gar nicht messen. Wir haben eigentlich ein ganz anderes Thema da. Und das Nordfriesen-Original muss auch kein lila Kleid anziehen bei uns. Also von dem her ist das nicht zu vergleichen auf jeden Fall. Aber bekommt dann auch kein Auto. Bekommt leider auch kein Auto, das stimmt. Aber ein iPad von der SAZ und ein Jahresabo, wenn ich mich recht erinnere. Ah, sieh an. Sehr schön. Genau, das ist unser Partner SAZ, hat da ein kleines Sponsoring mit aufgelegt. Auf den nun anstehenden Hafentagen seid ihr mehrfach präsent, ne? Ihr habt einmal einen Stand für Moin Lieblingsland und ihr kombiniert das und, ja bitte, ja, geh dazwischen, wenn nicht Quatsch. Wir kombinieren das, wir haben das Coburgland, darauf willst du sicherlich hinaus, darüber sprechen wir gleich. Richtig. Und dieses Coburgland hat Öffnungszeiten, die den geregelten Arbeitszeiten Montag bis Freitag folgen. Und da muss ich kurz dazwischen. Coworkland. Was ist das? Mein Satz beende ich, dann kriegst du darauf eine Antwort, Tore, gar kein Problem. Und an den Tagen, wo das Coworkland, was ich gleich näher erläutern werde, nicht geöffnet ist, nutzen wir die Standfläche natürlich auch, um unsere Kampagne Moin Lieblingsland, so wie letztes Jahr, auf den Hafentagen präsent zu machen. Auf den kleinen Exkurs noch, letztes Jahr war es eine sehr große Aktion mit einer Verlosung. In dem Umfang werden wir es dieses Jahr nicht machen, weil wir auch jedes Jahr was Neues machen und uns nicht immer wiederholen werden. Aber trotzdem wird es eine Sichtbarkeit geben und trotzdem kann man den ein oder anderen Merchandise-Artikel bei uns kommen und natürlich mit uns sprechen über Moin Lieblingsland. Aber nun zu deiner eigentlichen Frage, Coworkland. Genau, ab Mittwoch finden wir hier am Husumer Hafen ein neues, mobiles
Bürogebäude, wenn ich das mal so beschreiben darf, richtig? Genau, im weitesten Sinne ist das richtig. Der ein oder andere stellt sich das jetzt komisch vor. Wie kann man 20 Stockwerke mobil als Bürogebäude an den Husumer Hafen bauen? So sieht's nicht aus. Das Coworkland sind zwei Container, zwei Wechselbrücken, wie der Fachmann sagen würde, die ausgebaut sind mit 6 Arbeitsplätzen, sehr eng, sehr kuschelig, sehr auf Kollaboration ausgelegt. Es gibt einen kleinen Telefonraum da drin, wo man sich halt für Gespräche oder für Ruhephasen mal zurückziehen kann, eine Kaffeebar und viele Outdoor-Sitzmöglichkeiten. Also ist auch etwas, was von unserem nordfriesischen Sommer profitiert und soll ermöglichen, das Thema Coworking und das Thema, sag ich mal, außerhalb des Büros arbeiten zu testen. Also es ist ein Prototyp, letztes Jahr an der Ostsee unterwegs gewesen, schon an vielen Standorten so erfolgreich, dass sich inzwischen dort andere Initiativen entwickelt haben, die das Thema Coworking da weiter vorantreiben. Coworking allgemein heißt ja eigentlich nichts anderes, als dass Menschen aus verschiedenen Arbeitssituationen, Bürosituationen von verschiedenen Arbeitgebern an einem Ort über einen gewissen Zeitraum zusammenarbeiten, nicht unbedingt inhaltlich, sondern insbesondere räumlich zusammen, wenn sich inhaltlich ergibt, dann auch inhaltlich. Und die Infrastruktur ist vor Ort. Also sprich, wir haben einen Tisch, wir haben einen Stuhl, wir haben WLAN, wir haben Kaffee. Das Notebook bringt jeder mit. Mehr braucht man nicht. Und wir haben das Meer direkt vor der Tür, zumindest zeitweise. Während der Hafentage die ganze Zeit. Da wird nämlich die Schleuse dann dicht gemacht. Und ihr findet das Coworkland dann direkt gegenüber vom Nationalparkhaus an der Hafenstraße. Und wir hoffen, oder wir wissen jetzt schon, weil wir können ja die Buchungsseite auch von der anderen Seite sehen, wo der Nutzer sie nicht sieht, dass die Buchungszahlen schon ganz interessant sind. Und wir werden dazu die ein oder andere Veranstaltung vor Ort anbinden. So jeder, der möchte und der dieses Thema Coworking mal kennenlernen möchte oder sich mit Menschen austauschen möchte, die so freiberuflich digital arbeiten, ist herzlich willkommen, sich einen Arbeitsplatz zu buchen oder auch einfach mal nur so vorbeizukommen auf einen Kaffee und ein Schwätzchen. Bei dem Thema darf ich natürlich nicht vergessen, das ist zwar sehr schön für die Husumer, aber natürlich werden wir dann im nächsten Monat, sprich im September, das Coworkland auch in Süderlüwum haben, auf dem Dorfplatz. Also für jeden, der nicht einfach nach Husum vorbeikommen kann, auch dort werden wir dann im September die Möglichkeit bieten, das einfach mal auszuprobieren und da einfach mal in einem neuen Rahmen arbeiten zu können. In den Dünen St. Peter-Ordings war das Coworkland doch bis vor einigen Tagen noch. Was war da so die Schlussbilanz? War das erfolgreich? Waren das erfolgreiche Wochen da? Seid ihr zufrieden? Auf jeden Fall. Also ganz genau genommen wird es gerade jetzt abgebaut in St. Peter-Ording und es stand ein paar Meter hinter den Dünen, aber mit dem Augenzwinkern ist das schon richtig. Dort haben wir das in Kooperation mit dem Internat, mit dem Nordsee-Internat durchgeführt. Es stand bei denen auf dem Gelände. War mit einer der erfolgreichsten Coworkland-Standorte vom gesamten Projekt, kann man so sagen. Wir hatten schon bei der Eröffnung eine Vielzahl Besucher da, die das Projekt sehr, sehr interessiert dann mitverfolgt haben. Wir hatten jeden Tag Buchungen, die dort gearbeitet haben. Ich müsste jetzt lügen, 3 oder 4 Veranstaltungen während der Zeit, die dort am Coworkland stattgefunden haben. Die Mitarbeiter vor Ort von der Heinrich-Böll-Stiftung, die dieses Coworkland auch betreiben, also wir haben es sozusagen nur gemietet, dass es hierher kommt und die betreiben es, machen mit jedem vor Ort Arbeitenden ein Interview. Da steht die Evaluation und Auswertung noch aus, aber so viel vorab. Es ist sehr interessant, woher die Leute kamen und sehr vielfältig. Und es waren Touristen, Einheimische dabei, teilweise aus Hamburg, die mal hergefahren sind, um einen Tag in St. Peter im Coworkland zu arbeiten. Und das zeigt, dass dieses Thema digitales Arbeiten, sei es an einem Coworkingplatz oder zu Hause oder mit dem Laptop am Strand, immer relevanter wird und dass neue Arbeitsformen immer wichtiger werden im Wettbewerb um Fachkräfte und dass unsere Unternehmen allein deswegen herzlich willkommen sind, sich sowas mal anzuschauen, um vielleicht die ein oder andere Idee, die dort entsteht, später in ihren Büroräumen zu etablieren. Abschließend möchte ich einen Schwenk machen zu einem Thema, das ich immer häufiger höre, wenn es darum geht, wie man junge Menschen nach Nordfriesland holt oder sie hier lassen kann. Wir haben viele tolle Schulen hier in Nordfriesland. Aber wenn das Abi denn da ist oder der Schulabschluss, dann geht's entweder, wenn man ein Studium anstreben möchte, nach Hamburg oder gar nicht so weit weg, nämlich nach Heide, nach Dithmarschen. Und das wollen wir ja mal überhaupt nicht, ne? Dass Nordfriesen nach Dithmarschen gehen zum Studieren oder eben nach Flensburg, Hochschule und Uni. Warum kann eine Stadt wie Husum keine Hochschule haben, aber Heide?
Also, oder kommt die ganz bald? Rein theoretisch kann natürlich jede Stadt in irgendeiner Form eine Hochschule haben. Das Grundproblem ist natürlich immer die Finanzierung einer solchen. Und zu dem Zeitpunkt, wo Heide entstanden ist, war da gerade geboren, glaube ich, so ungefähr. Das ist so Ende der 80er irgendwann gewesen. Meine ich, ist Heide als Außenstelle ursprünglich mal sogar von der Flensburger Fachhochschule zu dem Zeitpunkt stand oder in dem ähnlichen Konstrukt und hat sich dort durchgesetzt, beziehungsweise die Politik hat damals eine Entscheidung in diese Richtung getroffen. Und da hieß es ein Standort an der Westküste und der ist in Heide entstanden. Dennoch kann auf private Initiative natürlich auch eine Hochschule hier entstehen. Wie wir wissen zum Beispiel, oder was viele nicht wissen, findet ja ein Großteil aller IKEA-Wirtschaftsfachwirt-Ausbildungen in Husum statt, an der WAK. Und das ist ja auch schon eine, sag ich mal, nicht Hochschulausbildung, aber schon eine hochschulnahe Ausbildung. Und genau solche Themen, solche Nischen könnte man hier etablieren, wenn sich eine private Trägerschaft findet, die das Thema hier vorantreibt. Es gibt Ausbildungszweige, die sind auch da mit einer begrenzten Investition möglich. Also ich sage immer dann, wo es irgendwo im Bereich Wirtschaftsgeisteswissenschaften ist, wo ich keine Labore brauche, da reicht mir ein Schulungsraum, den kann ich anmieten, da reichen mir Honorarprofessuren und Honorardozenten, die kann ich bezahlen und ich brauche eine Organisation und ich brauche die Nische, weswegen Leute hierher kommen. Auf der anderen Seite, wenn ich natürlich eine technische Ausbildung machen will, dann brauche ich Laborkapazitäten und hohe Investitionssummen. Und das sind alles so Hemmschwellen, die sind zu bedenken. Ich glaube, grundsätzlich ist eine Nische da, um in Nordfriesland eine Hochschule für gewisse Themen zu etablieren. Und da ist es ganz wichtig, sich auf die Themen zu konzentrieren, die zukunftsfähig sind und die noch nicht woanders besetzt sind. Ich sage mal so als Beispiel, kleine Orte wie Esslingen oder Ilmenau haben sich in den 90ern mit ihren Hochschulstandorten gegen große Universitäten durchgesetzt, gehören zu den Top-Unis im Bereich Esslingen Ingenieurswesen und Ilmenau Wirtschaftswissenschaften, aber dennoch hatten die nicht mehr zu bieten, als wir auch zu bieten haben, sondern einfach nur die Idee für das richtige Thema am richtigen Ort und oftmals entstehen solche Schulen dann als private Hochschulen oder nicht als zumindest nicht als staatliche Hochschulen. Und das ist, glaube ich, ein Thema, staatliche Hochschulförderung wird sehr schwer sein zu bekommen, aber mit einer Privatfinanzierung und den richtigen Fürsprechern kann sowas denkbar sein und wäre sicherlich ein großer Vorteil, um junge Leute wieder in Nordfriesland in der Ausbildung zu begrüßen. Und jetzt bitte ich noch um einen Abschlussappell an beispielsweise meine Kommilitonen aus Hamburg oder von wo auch immer. Warum sollten sie jetzt nach Nordfriesland kommen? Ja, also andere Frage, warum nicht? Nein, ich glaube, man sollte dem einfach offen gegenüberstehen. Man soll sich das vielleicht auch nochmal anschauen. Kommt mal, wenn das eh deine Kommilitonen sind, sollen sie doch einfach mal besuchen kommen. Die sind schon so genervt von mir. Ich sage immer, kommt ja mal mit. Einfach mal hinfahren, ja. Anschauen, einmal Wind um die Nase wehen lassen. Es bietet schon sehr viel, wer ein Großstadtkind ist und sich nicht vorstellen kann, aufs Land zu ziehen. Der wird ja auch nicht glücklich werden. Aber wer mit dem Gedanken spielt, der muss nicht unbedingt an die Ostsee, an der Nordsee ist sehr schön, wir haben auch keine Quallen und dementsprechend kommt vorbei. Ja, ich kann mich da nur anschließen, einfach mal ausprobieren, so Nordfriesland mal testen. Seid ihr alle herzlich willkommen, kommt her, guckt euch das an. Wie gesagt, Arbeitgeber gibt es hier spannende. Wer Ingenieur werden will, muss nicht immer nur zu Siemens, kann auch nach Bredstedt gehen, da kann man Flugzeuge bauen, super spannend. Wo geht das sonst? Da darf ich vielleicht irgendwie den Knüppel vom Flugzeug bauen und nicht den Rest. Und garantiert halt auch ist hier, sagen wir mal, sind die Lebenserhaltungskosten was anderes. Also wenn ihr Berufseinsteiger seid, könnt ihr euch hier mit eurem Gehalt sofort irgendwie ein Leben aufbauen. Und ich habe viele Freunde aus dem Studium, die jetzt in Hamburg oder Berlin wohnen. Wenn ich die besuche, die wohnen irgendwie immer noch wie ein Student. Ist auch reizvoll, macht auch Spaß, aber wenn man lieber was anderes möchte, in Nordfriesland geht das. Ja, in Nordfriesland geht alles. Einfach unser Lieblingsland. Also, ihr beiden, herzlichen Dank für die Einblicke in euer spannendes Berufsleben und wir können nur hoffen, dass tatsächlich viele junge Menschen weiterhin oder überhaupt nach Nordfriesland kommen. Und ich glaube, wir haben da jetzt unseren Teil für getan. Euch beiden für die berufliche Zukunft alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank. Und dann kann man euch ja spätestens auf den Hafentagen antreffen. Sehr gerne. Schön, dass du da warst, Tore. Das war mir ein Fest. Und vielen Dank fürs Zuhören.